So, und willkommen zur dritten Aufnahme. Mal gucken, ob jetzt hier noch alles soweit stimmt. Oh, System ist ruhig. Fast. Das passt. Das passt. Gut. Dann würde ich mal sagen, herzlich willkommen zu Extermination Day Map 3. Genau. Ja, mit dem Sound hat das jetzt alles funktioniert. Werde ich also erstmal, solange da keine Änderungsvorschläge kommen, so belassen. Gut. Ja, da kommt doch keine Hilfe. Okay, also da wartet einer auf Hilfe, die wohl nicht kam. Und wir sollen jetzt hier irgendwie zu irgendwelchen Portalen gehen und diese beschützen, damit entweder wir oder irgendwelche anderen Leute dann zurück können. Okay. Elevator is out of function. Oh. Ja komm, das ist aber billig, dass die Tür nach oben aufgeht. Egal. Reflection. So. Ach, die Doom. Die Doom. Claro. Die Map. Das wird, glaube ich, eine etwas größere Map. Der Ohr. Die haben so viel verändert mittlerweile. Das sieht ja richtig schnieke aus. Ja, wenn ihr, wie ihr gemerkt habt, also normal schießen, also mit gedrückter Maustaste, mit diesem, das was ihr über dieses Prototype-Trigger bekommt, das praktisch dieses Dauerschießen. Wenn ihr die Maustaste triggert bis as fuck, also ihr selber drückt, dann könnt ihr sogar noch ein bisschen schneller schießen. Vergewaltigt damit natürlich die Maus, logisch. Aber wenn es mal wirklich hart auf hart kommt, dann nicht einfach gedrückt lassen, sondern wirklich gedacht und wirklich, hey Leute, da kann man doch schön seine Aggressivität abbauen, da kann man einfach alle hier überall rote Punkte verpassen wie ein Inder. Die dann schwarz werden. Ja, die Farbe hält nicht mehr so lange. Also wenn Inder irgendwann schwarze Punkte auf der Stirn haben, dann wisst ihr warum. Dann ist das nicht original. Hallo. 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 Ja, leco mio. Leck mich am Arsch. Lol. Es geht sogar die Klinke runter. Ja gut. wer zahlt noch mal die Wasserrechnung? Oh. Boah, Alter, dieser creepige Moment. Man guckt im Spiel, sieht erstmal Feind. Ah. Ich bin allerdings schon ausgelastet. Digga. Man hört sogar hier noch. Hört man mich jetzt überhaupt noch? Okay. Das ist schon arschgeil. Das gefällt mir. Ach, siehst du? Okay. Das wird jetzt eine kleine Experimentierrunde. Und zwar war das ja bei Duke Nukem so. Okay, hier passiert gar nichts. Aha. Guck mal unten auf die Lebensanzeige. Wenn man Wasser trinkt, dann regeneriert man sich. Das ist arschgeil.
Wollen wir schnell laden? Ja, wollen wir. Das ist geil, das gefällt mir. Kann man im Hinterkopf behalten, weil die Map ist, glaube ich, etwas schwieriger. Da ist rot, hier geht's rein. Ja, nicht verwirren lassen, gelb ist kein Schlüssel, es gibt kein gelben. Ach doch, es gibt ein gelb Schlüssel, eben. Wir werden jetzt doch ein bisschen verwirren. Hallo? What? Ah, wieso? Da stürme ich auch in einen unbekannten Raum mit einer fucking Pistole. Boah, das war keine gute Idee. Ich muss hier raus. Bitte lasst mich gehen. Ihr macht doch sowieso keine Gefangenen, bei euch werde ich doch aufgegessen. Ach übrigens, was ich noch Let's World, was ist das? Achso. Dass das hier so 3D-mäßig ist. Das ist übrigens auch von Doom vor Doom, weil Doom 1 und 2 und geht's für Doom in seiner Standard-Variante, wenn man Doom 1 und 2 spielt, dann sind das normalerweise Sprites und keine Objekte. Oh mein Gott. God damn it, ja! Unser erstes Sturmgewehr. Holy motherfucking. Was? Warum habe ich denn gerade. Ach so, na das kann natürlich sein. Ja. Hallo. Da räumen wir hier erstmal auf. Ist da noch mehr? Ja, da ist noch mehr. Alle weg. So, kleiner Tipp. Immer wenn ihr sowas auf einer Textur seht, dann zückt eure Scheißgranate und also erstmal weggehen. Hilfe! Ganz weit weg. Am besten raus in ein anderes Universum. Spaß. Nein. Einfach gegen schießen. Das ist nämlich in der Regel immer ein Secret. Dankeschön. So, okidoki. Dann wollen wir mal. Ja, das kann da bleiben. So, hier haben wir alles. Dann. Ja, ich weiß nicht, jetzt mal etwas öfters, weil wie gesagt, das ist eine etwas schwierigere Map. Ja, wow. Ich wollte ihn nochmal rumbringen. Nice. Autsch. Sind sowieso alles Windows-Rechner. Die können also alle dann abgeschlachtet. Ach du Kacke. Oh oh. Was? Ach so, das war wahrscheinlich dieser helle. Dieser. Es gibt von diesen großen Dingern praktisch zwei Farben. Einmal die weißen und einmal die roten. Und die weißen, die muss aber doch in Buchstaben. Wie ich sie in Erinnerung hatte. Ist das der Gegner? Ja, hinter mir. Meine Fresse, wie sicher ist denn der Raum? Wir müssen Strom sparen. Geh doch mal kaputt jetzt hier. Hallo? Okay. Das ist ein Linux-Rechner. Nein, das Spiel mag ich. Ich merke gerade, es sind gar nicht alle Computer, die verbockt haben. Hä? Ach, man muss sofort ein Winkel raufschießen, dann leck mir doch am Arsch.
wird das jetzt ein neues Ingame-Spiel. Schieß so viele Rechner wie möglich innerhalb von 3 Sekunden ab. So, hier versteckt sich keiner mehr. Sehr schön. Gut. Und da versteckt sich noch einer. Lol. Also dieses Secondary Damage Upgrade, das solltet ihr euch echt gönnen. Dann wird die Waffe nämlich bei dem Spannschuss, wie ich ihn gerne nenne, also hier, das wo man erstmal aufspannen muss, aufladen muss, ist echt heftig. Okay, mit dem haben wir mehrere Schüsse, aber hier so ein Imp oder sowas, damit ein Schuss weg. Ah, seht ihr hier, da oben, die Schüsseln. Das sind diese typischen Sprites. Die verwendet halt Doom 1 und 2 und auch Brutal Doom. Das heißt, also seht ihr hier auch auf dem Tisch, diese Gerüchte, die drehen sich mit. Ah, so sah Technik früher aus. Aber wie gesagt, alles was von Doom vor Doom kommt, das ist halt wirklich richtig 3D. Und das macht ich sehr. Na komm. Okay, das kann man nicht. Gutchen. Dann gehen wir mal in den Krieg. Oh, ist ja offen. Ich muss alles zerstören hier. Gut. Okay. Hier nehme ich jetzt mal mein Upgrade. Wir nehmen erstmal das Sturmgewehr und ballern dem ein Visier drauf. Mini-Raketen brauchen wir noch nicht. Beim Rocket Launcher Zielerfassung kaufen wir uns auch. Pistole haben wir schon. Achso, und dieses Burst Fire, also dass er 3 Schüsse mit einmal abschießen kann. Nee, Granaten brauchen wir dann nicht. Und reicht so eigentlich erstmal. Was ich gerne noch nehmen würde, ist das hier. Wir haben 16.000 haben wir noch. Wir nehmen erstmal nehmen wir das hier. Das ist erstmal. Ja komm, gönnen wir uns auch. Was? Na gut. Okay, dann erstmal nachrüsten. So. Aha, ja, sieht schon besser aus. Und das brauchen wir nämlich jetzt. Speichere ich erstmal kurz. Zielerfassung aktivieren ist mit Rechtsklick. Also einfach Rechtsklick gedrückt halten und schon habt ihr, wenn ihr ein Ziel seht, sofort ein Target. Ohne Rechtsklick sieht es halt ganz normal aus, ihr schießt einfach gerade. Ich meine, ich mache es erstmal Test. Er schießt einfach gerade. Und wenn er praktisch Rechtsklick aktiviert hat, dann sucht er sich einen Gegner. Schießt auf den Gegner. Und wenn ihr den im Visier habt, dann seht ihr bei dem Gegner auch so ein Viereck. Und das bleibt, auch wenn ihr die Waffe wegbewegt. Also könnt ihr praktisch zum Beispiel, Achtung, Funktion, im Eck herumschießen. Ja? Ja, okay, das war jetzt ein bisschen unfeinfühlig. So, ich visiere jetzt an. Hat er. Und jetzt gehe ich raus. Und die Rakete. Wow, was war das denn? Obwohl ich sie nicht mehr sehe, kann ich die Rakete jetzt so schießen. Schon mal was von Flugradius gehört. Also nochmal. Aha, okay. Und die Raketen treffen ihn, obwohl er mich nicht treffen kann. Das ist schon hart. Geil, nice. Ich meine, beim echten Raketenwerfer müssen wir das jetzt so schießen, weil Flugbahn und so, wenn man so schießen würde, wie ich es gerade geschossen hatte, würde man sich selber in den Knie ficken. Aber gut, lassen wir das. Okay. Wir wollen den. Na komm. So, und den Rest machen wir mit der hier.
Perfekt. Wo war das gerade dumm war? Das war. Ja. Hallo, meine Kleinen. Hi. Und jetzt kommt Tübel. Das ist arsch nice. Wo bin ich jetzt gelandet? Hier wollte ich eigentlich doch gar nicht hin. Ist allerdings auch nicht weiter schlimm, weil hier unten gibt es ein paar Ziegels. Das hier zum Beispiel. Und das hier. Dann gehen wir wieder hoch. Wer ist denn da? Achso, ja klar, dahinter. Den hinteren gibt's ja noch. Boah, Junge! Hallo! Geht doch! Perfekt! Was? Oh mein Gott! Aha. So. Ach, scheiße. Mal wollte ich doch einsammeln. Gibt's hier eigentlich noch irgendwas? Aha. So, da hinten das Secret, das da hatten wir bereits. Aber hier ist noch was. Gucken wir, ob wir nochmal rauf können. Ja, das sieht gut aus. What the fuck? Geht hier richtig? Achso, ja. Der Fokussieren? Dankeschön. Auch was ist das ohne Fokussierung? Ist wahrscheinlich. Ah, nice! Dankeschön. Jetzt muss ich nur noch das da treffen. Perfekt. Das sieht gut aus. Das sieht sehr gut aus. So. Wir haben jetzt gar keine Schlüsselkarten. Wo geht's denn jetzt weiter nochmal? Also wir kamen von hier oben. Dann sind wir hier rein. Da geht's nicht weiter. Bei den Toiletten waren wir. Hier hatten wir auch nur das Secret. Achso, da konnte man in den Raum hin. Da kommen wir also auch nicht rein. Hier unten wird es noch hingehen. Da noch eine Tür, sieht aus wie eine Tür. Gut, dann gehen wir mal dahin. Das ist jetzt genau falsche Richtung, dann müssen wir nach da gehen. Perfekt. Absolut perfekt. Meine Nase kribbelt. Oh. Ist ja doch keine Tür. Aber eine Wache. Und zwar der sogenannte Repeater. Ja genau, Repeater. Mit dem Ding kann man wieder Demonstration entweder achso, okay, so rum einen Schuss abfeuern oder aber dieser Burst-Modus immer drei Schüsse mit einmal. Heißt also entweder klassisch Einzelschuss oder Burst-Modus. Automatik geht bei der Waffe nicht, dafür ist halt diese Waffe da. Sonst hat man halt immer eine Waffe. Und die ist auch relativ kräftig, die kann man meines Erachtens nach auch sehr weit modden. Also, mit jetzt abgezählt. Und wenn man jetzt hier diese Tree-Shot-Kalaber, brennbare deine Mutter, dann wird die extrem stark. Und das heißt also, dass man bei drei Schüssen durchaus auch schon mal kräftige Gegner umsetzen kann, ohne dass, wenn man jetzt in Panik verfällt, man gedrückt hält und seine gesamte Munition verschwendet. Deswegen, also die Waffe ist, wenn man weiß, wie man damit umgeht, extrem gut. Ich bin jetzt gerade komplett raus. Also wir laden jetzt mal wieder, war ja gerade ein Testzweck. Aber wo sind wir denn jetzt überhaupt? Hier geht's auch nur so weiter. Ja eben. Also ich geh nochmal kurz raus. Haben wir das irgendwas übersehen oder was? CPU.
Was für eine fucking Ironie. In dem Moment, wo wir hierher kommen, dreht mein Lüfter erstmal auf. So etwas nennt man Virtual Reality TV. Ja, mal gucken. Ach, ach, schau mal einer an, wenn das noch keine Rettungsgrad ist. Oh, ach ja, klimm, shit, ich hab bei Gen abgeschossen. Hab ja Munition verbraucht. Och nö. Ernsthaft jetzt? Das ist dein fucking Ernst? Yay. Wir sind wieder auf dem Damm. Verdammt nochmal. So, jetzt haben wir rot. Ich zoome mal kurz ein bisschen rein. Jetzt müssen wir praktisch nach da oben. Achso, ja gut, okay, hier ist eine Tür. Eigentlich kann man... What the fuck, what the, what the... Ach, Scheiße, Scheiße. What the fuck? Leute. God damn it! Oh! Oh! Okay. Ich glaube, unser Wo geht's weiter? Problem hat sich gerade erledigt. Was tue ich hier? Was tue ich hier? Was tue ich hier? Hilfe! Alles Ich wollte niemandem was tun. Bitte glaubt mir doch. Oh oh. Ich höre einen Kakodemon. Haha. Okay, das war heftig. Das war heftiger. Ein Besen? Kann man den nehmen? Nein, kann man nicht. Okay, okay. So. Hier haben wir noch ein paar Raketen. Das war's dann aber auch schon. Dankeschön, danke. Ja. Was jetzt? Achso, zur roten. Bäh. Zur roten Tür. Ich sollte mal was trinken gehen. Falscher ist? Nein. Ich würde ehrlich gesagt sagen, diese Waffe mag ich gar nicht so sehr. Erstens ist die mit seinem Triple Shot stärker. Und zweitens braucht die mich zum Nachladen. Also. Ganz ehrlich, auf die Waffe kann ich persönlich auch verzichten. Viele schwören darauf, aber man auch sagen muss, man kann diese Waffe echt geil modden. Also, ich nutze sie nicht, aber ich werde mal ins Menü gehen. Ja, okay, 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 okay. Ja, gut, jetzt kommt, habe ich gespeichert. Ich habe gespeichert, jetzt speichere ich. Hier schießen mal ein bisschen. Also, ich habe euch ja schon gezeigt, bei dem ersten Level, wie man praktisch den Prozentsatz erhöht, und genauso kann man ja auch, wie ich da schon erwähnt hatte, den Geldwert direkt manipulieren. Und zwar mittels DVD-Cache. Das ist die Variable, die praktisch diesen Wert da oben in Credits repräsentiert. Ne? Und wenn man da jetzt zum Beispiel sagt, gib mir mal eine Mille, ist das jetzt eine Mille? Ja. Dann gibt er uns eine Mille. Also für die Cheater unter euch, eine sehr geile Sache. So, was ich jetzt machen wollte, ist das hier. Super Shotgun. Und die Dinger hat es in sich. Hiermit kann man seine Ladezeit verringern. Was natürlich mit der Feder relativ Schwachsinn ist, weil das, was so lange dauert, ist ja nicht die Feder, die man da spannen muss, sondern dass man die Patronen aus dem Gürtel und dann reinlegt. Ah, ist jetzt auch egal. So, das hier, das hat, glaube einfach nur Stärke. Also, ja, das praktisch die Durchschlagskraft stärker ist. Hiermit hat man einen höheren Streufeld. Warum nur horizontal, weiß ich nicht. Wahrscheinlich, weil vertikal keinen Sinn machen würde und dann punktuell die Kraft, ist auch egal. Und das hier, das ist Burning Motherfucker. Also, wir machen es erstmal hier. Ne? Also, man kann schon relativ schnell schießen. Maus gedrückt halten geht übrigens nicht. Man muss immer am besten die Maus wieder vergewaltigen. Ne? Kennen wir schon. Rechtsklick gibt's nicht, aber, und jetzt kommt's. Man kann Double Double Triple Triple. Und damit hat man zwei Waffen.
einfach so brutal Doom-like, kann man damit doch schon. Auch hier gilt wieder gedrückte Maustaste. Ich drücke jetzt beide Tasten, geht nicht. Man muss sie mal loslassen und wieder drücken. Man kann natürlich wieder beide gleichzeitig oder aber was ich gerne mache, ist immer leicht verzögert. Ja, man muss natürlich auch können. Oh, ja, ich habe keine Munition mehr. Ja, also so viel dazu, ne? So, laden. Okay, aber wie gesagt, ich persönlich nutze die Waffe halt nicht so gerne. Deswegen habe ich jetzt einen kleinen Ausflug gemacht, weil die werdet ihr später wahrscheinlich nie wieder sehen bei mir. Diese Dinger, diese Scheiße. Diese Weißen, die ihr gerade gesehen habt. Ja, die laden konnte ich erstmal so einen Laser auf. Und der durchdringt dann alles, ja. Und mit durchdringen meine ich auch wirklich durchdringen. Also, selbst wenn ihr Männer seid, ihr werdet instant schwanger. Hier seht ihr. Und dann Boom Headshot. Und die Dinger feuern richtig hart. Also, nicht ohne. Vor allem, das Witzige ist, was ich so witzig finde, schau mal, wir lassen uns mal anvisieren. Und jetzt, okay, sieht man nicht. Wow. Ja, das wollte ich euch jetzt nicht nochmal zeigen. Man kann relativ gut ausweichen. Siehst du? Voila, und schon ist man weg. Das heißt also, man kann ausweichen, ja. Aber wenn man, so wie ich jetzt gerade, irgendwo festhängt, dann hängt man. Das war's dann. So, egal, weiter im Spiel. Okay. Aha, what? Was? Hilfe! Ich will nicht mehr. Was war das? Warum? Was? Was ist denn da hinten? What? Warum ist von daher? Leute, was geht hier ab? Okay, jetzt gibt's Krieg hier. Ja, wer will auf die Presse? Könnt ihr alle haben, ihr kriegt alle direkt auf die Presse. Komm her, ich werde dich sowas von misshandeln. Ja, komm, erzähl doch nicht. Du weißt genau, wer gemeint ist. Ja, alle, ja, kommt mal her. Aua, brauchst du mich? Du Kleiner. Ja, ich bin euer Papa. Sind das hier auch welche? Och Leute. What the? Hilfe. So viel zu meinem Survival-Ansatz. Meine Fresse, geht sehr schlimmer ab, wie als in Berlin, was im Angebot ist. Holy shit. Okay. Munition nachladen. Dankeschön. Was? Bin ich voll? Nee. Oh, hier ist auch noch welche. Yay! Hat das Feuer mal nice. Ach, komm her. Okay, damit haben wir jetzt die blaue Kraft bekommen. Ich speichere mal kurz und gucken, wo wir hin müssen. Da müssen wir hin. Achso, ja. Also, das ist natürlich immer das Ding von der Waffe, weil ihr schon gewundert habt. Ja, das ist auch ein kleiner Doom-for-Doom-Fehler. Oder es soll sogar so sein, ich weiß es nicht. So, jetzt geht's da runter. Da waren, glaube, kleine Geister. Falsche Taste. Jawohl. Alles verfickt. Okay. Sieht auch ein bisschen anders aus. Hier ist noch ein Gang, der war früher nicht hier. Soweit ich weiß. Oh! Hallo! Haha! Hier geht's sogar noch weiter. What the fuck, wa? Okay, ihr wolltet es so, jetzt kommt euer Pappen. What? Sieht der andere, Alter? Leute, wie sind denn das? Hilfe! Wird ja schlimmer als die Zeugen Jehovas. Weg da. Ja.
Meine Güte, bist du noch mehr? Hallo? Hat wer noch nicht genug? Will einer noch? Bringt mich zu eurem Stammesführer. Dem werde ich mal gehörig den Arsch versohlen. Ah, danke schön. Wie viel haben wir überhaupt noch? 28. Sieht eigentlich gut aus. Ja, ich... Na, ich sammle Munition. Ich hasse es immer, Waffen zu verschießen und Munition verbrauchen. Nur dummerweise sind das außer der Pistole eigentlich alle Waffen. Einer der Gründe, weswegen ich so gerne mit der Pistole schieße. Lol. Ja gut, okay. So, haben wir jetzt eigentlich alles, oder? Und wir haben jetzt noch die gelbe Karte, da ist die gelbe Tür. Haben wir eine Secrets? Ja, wir haben 3 von 3 Secrets und sind aber noch... Ich kann die Schrift selber nicht lesen. Also wenn ihr oben links die Schrift lesen könnt, dann seid ihr Götter. Ich meine, mein Bildschirm hat so eine ganz komische Auflösung, 1680x1050, also knapp unter Full HD, weil ich habe den extra Bildschirm für die Aufnahme und der ist halt so, ist halt so. Dementsprechend habt ihr auch noch eine Verzerrung, also eine Streckung des Bildes. Heißt also, ihr werdet da wahrscheinlich sowieso nur noch pixelbrei sehen. Das sind die Roten, ich meinte. Die Roten, da sind die Roten. Ich bin so... Noch mehr Cheaten. Also, F12 ist ja das... Also, normalerweise ist... Ja, egal. Und das gibt es für keinen Befehl. Resurrect. Also, Surrect, ich leite es mir einfach mal von Verrecken her und Resurrect ist dann Re-Verrecken, also wiederbeleben. Machen wir natürlich nicht. Wir haben natürlich schon verkackt. Was eine Scheiße! Wir haben nicht gespeichert. Na super. Da. Oh Mann, Wenigstens wissen wir jetzt, was auf uns zukommt. Also, hier sind böse Leute. Die wollen uns ans Skype. Am besten lasse ich die Raketen mal für die roten Riesen und nehme hier mal meine Spot. Shotgun, muss ich das? Ich weiß nicht. Ich nehme, komm, die hier. Hallo. Doch keine gute Idee. Ich nehme doch einen Raketenwerfer. So, okay. Wenn wir reingehen, öffnet sich wahrscheinlich die Tür. Heißt also, wir geben eine schöne Position, gehen dann rückwärts, sodass wir die Viecher gleich im Visier haben. Dann spanne ich mal den Hebel. Ah, da geht doch. Ja, das ist natürlich richtig schön. Oh, geht natürlich. Wenn man weiß wie, dann weiß man's. Nice. Okay, das war jetzt gar nicht mal so schwer. Das war eher leicht. Wow, Alter. Okay, weiß, Quatsch, gelb, da. Ah, gut, das wird jetzt natürlich... Oh. Hä? Ah, ja, siehst du, hier. Da genau das meine ich. Das sind so die Gegenstände und die werden auch gerne anvisiert. Das Problem ist, weil bei der Normalpistole halt, wenn ihr jetzt schießt, ich zeig's euch mal. Wenn ihr jetzt schießt hier, Gameplay on, ne? Guckt mal, da, der schießt unten zur Waffe. Und nicht mehr da, wo ich hinziele. Und bei dem Stuhl genauso. Er schießt zum Stuhl. Ja? Wenn ihr aber jetzt Monster anvisiert, naja, dann schießt ihr vergeblich aufs Monster, weil ihr schießt nicht aufs Monster. Das Monster schießt aber durch. Und deswegen ganz, ganz blöd. Ganz, ganz blöd gelöst. Aber gut, ist halt so. Ich weiß ja, wie man so gehen kann. Ihr wisst es jetzt auch. Von daher. Aber, wie man sieht, der Raketenwerfer zum Tropfen noch darauf. Ist ja lol. Ah gut, hoffentlich stört mich das jetzt nicht, wenn ich hier die Viecher umbringen möchte. Ich nicht, dass ich mich wenigstens noch selbst erschieße. What the fuck? Nein, ich häng. Sag mal. Hallo? Was ist denn da?
Ach so, der Türrahmen. Ja gut. Dann machen wir mal Vorkehrungen. Hallo. Nee. Ja, komm zu Papi. Aber wo ist noch ein Gegner? Ne, ne, ne. Irgendwo ist noch ein Gegner. Das ist natürlich Bullshit, weil jetzt müssen wir den Gegner suchen. Der kann aber leider überall sein. Ja, hier war ich ja bereits. Das muss ja so sein. Jetzt auch rein. Da. Okay, wir gucken mal ganz kurz. Es gibt... Nee, oder? Ach doch, zwei Imps gibt's noch. Scheiße, sind die. Imps. Imps können theoretisch überall sein. Das ist keine allzu freudige Nachricht. Man hört einfach nichts. Ja, das ist ein bisschen blöd gelöst, weil ich muss jetzt praktisch über den Imps finden, damit ich diesen Boot am Ende bekomme. Obwohl das, dass die nicht da sind, der eigentlich meine Schuld ist. Ach man, wo? Na gut, okay, ich mache jetzt etwas, was ich ungerne mache. Ihr müsst bitte einfach mal in die Kommentare schreiben, ob er das, was ich jetzt mache. Also das hier. Dass ich das so machen soll. Wenn ich am Ende einer Map angekommen bin und nur noch ein paar übrig sind, oder ob ich strikt suchen soll, weil ich möchte doch schon gerne Punkte haben. Von daher sind das die beiden Möglichkeiten. Gut, okay. Dritte Map geschafft. Ich kann noch kurz gucken, was wir uns hier noch so leisten können. Ja komm, nee. Machen wir wieder bei Bedarf. Und damit würde ich dann sagen, auf Nimmer Wiedersehen.